Ihr wollt den Milchstraßenbogen fotografieren? Wie das geht, erfahrt ihr in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Angelika und zeige euch meinen Workflow von der Planung bis zum Fotografieren auf YouTube. Wer an der Bildbearbeitung interessiert ist, findet diese auf Zellapix. Wenn ihr das Video mögt, hinterlasst mir gerne ein Like oder abonniert meinen Kanal. Punkt. Wir können ihn nur als Panorama aufnehmen. Zum Sommer hin geht die Milchstraße mehr und mehr in die Senkrechte. Wir haben dann in Deutschland einen fantastischen Blick auf das prachtvolle galaktische Zentrum. Ob ein Panorama erforderlich ist oder ob er es vielleicht vorzieht, um einen bestimmten Bereich des Vordergrunds mit ins Bild zu bekommen, hängt von Fall zu Fall ab. Danach richtet sich auch die Ausrüstung, die ihr benötigt. Wichtig ist ein stabiles Stativ. Es muss das Gewicht eurer restlichen Ausrüstung tragen. Bei Wind darf es nicht wackeln. Wenn ihr weit zum Standort laufen müsst, seid ihr sicherlich dankbar, wenn es nicht zu schwer ist. In diesem Fall bieten sich Carbonstative an. Darauf setze ich einen Nodalpunktadapter. Dieses Modell von Fanotec kostet ungefähr 300 Euro. Eine solche Anschaffung lohnt sich nur, wenn ihr häufig mehrzeilige Panoramen macht. Heute möchte ich euch ein solches vorstellen. Bei einzeiligen Panoramen reicht eine einfache Schiene aus. Wichtig ist, dass das optische Zentrum des Objektivs über dem Drehpunkt liegt. Damit werden Parallaxenfehler vermieden und die Zusammensetzung des Panoramas aus den Einzelbildern wird deutlich einfacher. Eine detaillierte Erläuterung des Nodalpunktadapters würde ein eigenes Video beanspruchen. Solche gibt es schon auf YouTube. Einen beispielhaften Link findet ihr unter meinem Video. Ich verwende eine Astrum-modifizierte Kamera, die Nikon D5600A. Bei der Kamera ist von Vorteil, wenn sie lichtstark ist. Sie sollte auch im manuellen Modus zu bedienen sein. Die Kamera wird so montiert, dass sie die Fotos im Hochkantformat aufnimmt, damit sowohl der Himmel als auch der Vordergrund aufs Bild passen. Dabei spielt keine Rolle, von welcher Marke die Kamera ist. Bis auf Nuancen nehmen sich die bekannten Hersteller wie Sony, Canon oder Nikon nicht viel. Für die Milchstraße benötigt ihr auch nicht unbedingt eine Astrum-modifizierte Kamera. Ich verwende sie gern, weil die Nebel dabei etwas besser herauskommen. Dann brauchen wir noch ein zur Kamera passendes Weitwinkelobjektiv. In meinem Fall ist es ein Zoom-Objektiv, das Nikkor 1424. Hier nicht abgebildet, aber trotzdem nützlich, ist ein Fernauslöser mit Intervallfunktion. In feuchten Nächten verhindert eine Heizmanschette das Beschlagen des Objektivs. Denn es wäre sehr ärgerlich, wenn ihr nach einem langen Fußweg und einer Stunde Fotografieren feststellen würdet, dass sich Feuchtigkeit niedergeschlagen hat und die Fotos in den Müll wandern. Damit ist die Ausrüstung komplett. Ich wohne im Harz, einer der Regionen in Deutschland mit recht dunklem Himmel. Damit sind wir schon bei der ersten Voraussetzung für schöne Milchstraßenfotos. Sucht euch einen Standort mit wenig Lichtverschmutzung. Die Ballungsgebiete sind nicht geeignet. Der einfachste Test ist der Blick in den Himmel. Seht ihr viele Sterne? Die Milchstraße vielleicht sogar schon ansatzweise? Dann ist euer Standort genau richtig. Ist dies nicht der Fall, empfehle ich euch, eure Ausrüstung einzupacken und zu einem dunkleren Standort zu fahren. Aber welcher Standort ist geeignet? Wenn ihr schon eine Idee habt, zum Beispiel weil ihr wisst, dass dort ein besonders schönes Vordergrundmotiv ist, könnt ihr die Himmelsqualität in einer App überprüfen. Ich nutze dafür Clear Outside, welche ich aus dem Internet kostenlos auf mein Smartphone geladen habe. Wenn ihr oben auf Locations klickt, könnt ihr Standorte hinzufügen und speichern. Diese Standorte könnt ihr später wieder auswählen und kommt dann wieder zu dem hier gezeigten Bildschirm. Im grünen Balken oben findet ihr eine Angabe der sogenannten Wortelklasse. Je kleiner dieser Wert ist, desto dunkler ist der Himmel am ausgewählten Standort. Die schönsten Fotos entstehen bei Wortel 4 oder kleiner. Wenn ihr noch nicht so recht wisst, wo ihr fotografieren wollt, könnt ihr euch auf der Light Pollution Map einen ersten Eindruck von der Lichtverschmutzung in eurer Region verschaffen. Wenn ihr einen dunklen Standort gefunden habt, ist der nächste Schritt die zeitliche Planung der Aufnahmen. Diese hängt natürlich von eurem persönlichen Zeitplan ab, muss sich aber auch an den Mondphasen orientieren. Als Faustregel könnt ihr euch merken, dass die Milchstraße am besten zu sehen ist, wenn die Mondsichel nicht über 25% groß ist.
Und damit nicht genug, muss uns natürlich auch das Wetter in die Karten spielen. Können ein paar kleine Wölkchen am Horizont das Bild aufwerten, stören solche, welche sich vor der Milchstraße ausbreiten, ganz gewaltig. Clear Outside weist uns in der Timezeile deutlich darauf hin. Wenn die Fenster zu den geplanten Uhrzeiten grün sind, lohnt sich ein Fotoshooting. Bei Orange und Rot ist es eher nicht der Fall. Wie alle anderen Wettervorhersagen auch, ist dies natürlich nur ein Hinweis. Wirklich verlassen können wir uns nur auf den Blick in den Himmel. Das führt dann auch schon einmal dazu, dass ein nächtlicher Ausflug vergebens war, wie hier auf dem Bild zu sehen ist. Um mehr als nichts mit nach Hause zu nehmen, habe ich wenigstens noch ein Astrolandschaftsfoto geschossen. Wenn die Location, die Mondphase und das Wetter passen, können wir uns der Milchstraße direkt zuwenden. Dazu wechseln wir zu einer anderen, ebenfalls kostenlosen App. Und zwar zu TPE oder The Photographer's Ephemeris. Angenommen, wir wollen die Milchstraße über dem Oderteich im Harz fotografieren. Dann setzen wir die rote Stecknadel an den entsprechenden Ort. Ganz oben wählen wir durch Klicken das Datum. Ich habe mich für den 16.06.2023 entschieden, weil der Mond dann nur noch 2% hat. Bei der Milchstraße ist das galaktische Zentrum interessant. TPE stellt die Milchstraße als Bogen aus weißen Punkten dar, die zum Zentrum hin größer werden. Dieser Teil der Milchstraße muss mit aufs Bild. Dann müssen wir sehen, welchen Teil des Bogens wir noch ablichten können. Am Oderteig sind uns irgendwann die Bäume im Weg. Unterhalb des Bildes sehen wir einen schwarzen Kasten, welchen wir den Aufgang des galaktischen Zentrums entnehmen können. In diesem Fall um 22 Uhr. Dieser Zeitpunkt befindet sich jedoch noch in der sogenannten bürgerlichen Dämmerung, ist also früh zu früh. Die nautische Dämmerung endet um 23.43 Uhr und beginnt wieder um 2.54 Uhr. In diesem Zeitraum will ich mein Panorama aufnehmen. Es ist die astronomische Dämmerung. Stockdunkle Nacht wird es in Norddeutschland im Sommer leider nicht. Soweit zur Milchstraße. Zusätzlich kommt es auf den Vordergrund an. Deshalb schaue ich mir die Fotostandorte, wenn es irgend geht, schon tagsüber an. Mit der App PhotoPills kann ich im Nacht-AR-Modus am Tag sehen, wie sich die Milchstraße nachts zeigen wird. Die Milchstraße über dem Oderteich ist tatsächlich ein beliebtes Fotomotiv, obwohl die vorbeifahrenden Autos stören. Auch eine schöne Blumenwiese gibt einen guten Vordergrund ab. Für das heutige Panorama habe ich mir den Brocken ausgesucht. Wenn ich es zeitlich ermöglichen kann, versuche ich etwa eine Stunde vor dem geplanten Start der Milchstraßenaufnahmen vor Ort zu sein. Beim Brockenpanorama war dies leider nicht der Fall. Deshalb zeige ich hier ein Foto von einem Harzer Teich zur blauen Stunde, welches ich für ein anderes Milchstraßenbild verwenden wollte. Einerseits kann ich dann die Ausrüstung in Ruhe aufbauen, andererseits nehme ich den Vordergrund auf. Denn manchmal wird er bei den Nachtaufnahmen mit den Einstellungen der Milchstraße zu dunkel. Eventuell könnt ihr ihn später bei der Bearbeitung austauschen. Dann stelle ich die Kamera ein. Ich fotografiere die Milchstraße im manuellen Modus. Die Bilder speichere ich im RAW-Format, damit ich sie hinterher bearbeiten kann. Bei JPEG ist dies nur bedingt möglich. Den Weißabgleich stelle ich auf Leuchtstofflampe oder 3900 Kelvin. Die übrigen Einstellungen sind kameraspezifisch. Bei der ISO müsst ihr Rauschen vermeiden. Bei der D5600 bin ich mit 1600 auf der sicheren Seite. Solltet ihr bei eurer Kamera die Rauschunterdrückung aktiviert haben, dann schaltet sie jetzt aus. Ansonsten dauern die Einzelaufnahmen so lange, dass ihr sie hinterher nicht mehr zu einem Panorama zusammenfügen könnt. Ich öffne die Blende. Beim Brockenpanorama habe ich damals auf 2,8 eingestellt. Inzwischen gehe ich mit dem Nikkor 14 bis 24, aber nur noch bis 3,2, weil ich festgestellt habe, dass die Bilder bei 2,8 nicht mehr ganz scharf sind. Wo bei eurer Kamera die Grenze ist, könnt ihr tagsüber ausprobieren. Zum Beispiel, wenn ihr die Fugen einer Wand bei unterschiedlichen Blenden fotografiert und die Bilder vergleicht. Die Fernsteuerung stelle ich in der Regel bereits zu Hause ein, sodass ich vor Ort nur noch anschließen muss. Wichtig ist dabei, dass die Belichtungszeit bei Weitwinkelaufnahmen nicht über 15 Sekunden beträgt. Ansonsten erhaltet ihr Sternstrichspuren. Beim Brockenpanorama habe ich die Anzahl der Aufnahmen auf 1 reduziert, weil ich für das 180-Grad-Panorama sowieso schon recht lange gebraucht habe.
Nun bleibt noch der Nodalpunktadapter. Ich stelle ihn meist auch schon zu Hause auf den relativ kleinen Winkel von 10 Grad ein. Damit erziele ich zwei Vorteile. Erstens habe ich später beim Panorama eine große Überlappung der Fotos, was die Panoramaerstellung begünstigt. Zweitens erhalte ich zusätzliche Belichtungszeit. Ein solcher Kopf des Nodalpunktadapters hat den Vorteil, dass er sich nachts einfach einstellen lässt. Ich drehe ihn so lange weiter, bis er einrastet. Bei Panoramen solltet ihr mindestens eine Stellung weiter links beginnen, als ihr im fertigen Bild haben wollt. Das gleiche gilt auch für das Ende rechts. Denn ihr müsst damit rechnen, dass ihr beim Zusammenfügen Verschnitt an den Kanten habt. Nun sind alle Einstellungen fertig und es kann losgehen. Für das Vordergrundpanorama habe ich 7 Fotos aufgenommen. Dann habe ich die Kamera um 15 Grad nach oben geschwenkt und weitere 7 Fotos in die andere Richtung drehend geschossen. Bei der Durchsicht der Bilder fiel mir auf, dass recht viele Wolken darauf waren. Ein Blick in den Himmel offenbarte mir jedoch, dass diese sich inzwischen verzogen hatten. Deshalb habe ich die Aufnahmeserie noch einmal wiederholt. Und zwar mit Erfolg. Mit der zweiten Bilderei war ich zufrieden, obwohl auch hier noch ein paar Schleierwölkchen sichtbar waren. Ich habe meine Sachen eingepackt und bin nach Hause gefahren. Am nächsten Tag habe ich die Bilder bearbeitet. Ihr findet die Bildbearbeitung auf YouTube. Ich wünsche euch viele schöne Milchstraßenaufnahmen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.